Tja, und es gab auch gestern Gespräche zwischen Putin und Erdogan. Doch es wird wohl vorerst kein neues Getreideabkommen geben. Die beiden konnten sich nämlich nicht auf ein solches verständigen. Es werde keine neue Vereinbarung über den Transport von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer geben, bis der Westen seine Bedingungen erfüllt habe. Das erklärte Putin im Anschluss. Russland stehe aber kurz davor, eine Vereinbarung zu beschließen, die die kostenlose Lieferung von Getreide an 6 afrikanische Länder vorsehe. Die Ukraine versucht unterdessen, ihr Getreide auf anderen Wegen zu exportieren. Wir haben uns immer darauf geeinigt, dass diese Korridore, die für den Export von Lebensmitteln bestimmt sind, nicht für militärische Zwecke genutzt werden dürfen. Nun, sie wurden leider von der anderen Seite genau dafür genutzt. Das passiert oft mit unseren westlichen Partnern. Sie haben uns wieder einmal getäuscht. Wir werden aber bereit sein, die Möglichkeit einer Wiederbelebung des Getreideabkommens in Betracht zu ziehen. Ich habe dies Präsident Erdogan heute noch einmal gesagt. Wir werden es sofort tun, sobald alle Vereinbarungen umgesetzt sind, die die Exportbeschränkungen russischer Agrarprodukte aufheben. Besprechen will ich das nun mit unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner in Moskau. Christoph, warum zeigt sich Putin jetzt so stur beim Thema Getreideabkommen? Ja, Wladimir Putin verlangt, dass der Westen die Forderungen Russlands erfüllt und dann sei man bereit, so heißt es aus dem Kreml, zu diesem Getreideabkommen zurückzukehren. Putin will, dass die eigenen Agrarexporte leichter vonstatten gehen können. Er will also Exporterleichterungen haben. Er will auch, dass eine wichtige russische Agrarbank wieder an das Bankenkommunikationssystem, das SWIFT-System angeschlossen will. Und die dritte Forderung, die hier immer wieder kommt, ist, dass die Ammoniak-Pipeline aus dem russischen Toljatti nach Odessa repariert und wieder aufgemacht werden muss. Und dann sei Russland also bereit, wieder zu kooperieren. Das ist die offizielle Lesart. Aber jetzt gibt es da eine ganz interessante Analyse, wie ich finde, des russischen Dienstes der BBC. Und da heißt es, dass Putin überhaupt kein Interesse an diesem Getreideabkommen habe, weil es für ihn wesentlich profitabler sei, die Dinge so weiterzuführen, wie sie jetzt laufen. Also Putin, das heißt Russland, fährt in den Augen der Briten eine Rekordernte nach der anderen ein. Und wenn die Ukraine da als Getreideexportkonkurrent wegfällt, ist das für Putin natürlich nur positiv und dieses Abkommen nutze nur der Ukraine. Die Ukraine ist Kriegsgegner und Erdogan, der sich dann auf internationaler Bühne als Vermittler in Szene setzen kann. Also da hat Putin auch überhaupt kein Interesse daran, weil zur Türkei haben die Russen de facto ein sehr ambivalentes Verhältnis. Und ja, für die Ukrainer wird das immer schwieriger eben auch jetzt mit ihrem Export, weil das, was über Istanbul, über das Schwarze Meer geht, weil das Getreideabkommen ausgesetzt ist, dann die Häfen der Ukrainer an der Donau, die auch wichtig waren für den Export, werden laufend von russischen Shahed 136 Drohnen angegriffen, also diesen Kamikaze-Drohnen, die ja hier Geranje 2 genannt werden, aber de facto iranische Drohnen sind. Da wurden in den letzten Tagen immer wieder Reni und Ismail, die beiden Donau-Getreideexporthäfen, angegriffen und auch teilweise zerstört. Also bleibt für die Ukraine letzten Endes nur noch der Landweg über Polen und Moldawien. Und das Ganze ist natürlich auch schwierig, weil die Landwirte dort über das ukrainische Getreide alles andere als erfreut sind, weil sie natürlich erstmal ihres verkaufen wollen.